Format. So nennt sich ein Projekt der Pflegeforschung des Universitätsklinikums Halle. Ziel der Wissenschaftler ist es, neue digitale Technologien mit multimodalen Bildungsangeboten in der Pflege zu vereinen. Denn Digitalisierung und Robotik führen in der Gesundheitsbranche noch ein Schattendasein. Bei Format geht es um die Praxis. Zum Beispiel, wie in Pflegeheimen in Zukunft Visiten aussehen könnten, bei denen ein Arzt über eine Telepräsenz zugeschaltet wird. Zum anderen, wie digitale Technik vergessliche Patienten unterstützt. Bei Format sollen vor allem Ängste bei allen Beteiligten gegenüber der Digitalisierung abgebaut werden. Wir haben uns erstmal selber die Frage gestellt, was bringt es, ich bin Krankenpfleger, was bringt die Technik für meine Tätigkeit, welche technischen Innovationen stehen an. Und diese Frage lässt sich am besten lösen, indem ich die Innovation eben ausprobiere und mir eine Integration überlege. Und dafür betreiben wir hier ein Zukunftslabor, in dem ich Techniken, die es schon gibt, aber keinen Weg in die Versorgung gefunden haben oder die in der Entwicklung sind und in 10 Jahren vielleicht in die Versorgung kommen, dass man die jetzt schon erleben kann, dass wir sie diskutieren können und dass wir auch jetzt schon sehen können, was wird sich dadurch an unserer Tätigkeit ändern. Sowohl Pflegefachkräfte als auch Ärzte lernen im Zukunftslabor gemeinsam mit den neuen Technologien umzugehen. Hier wird eine Visite mit einem Telepräsenzroboter erprobt. Häufig kommt es vor, dass ein Hausarzt oder Facharzt bei einer Nachuntersuchung nicht verfügbar oder aber der Patient nicht transportfähig ist. In Simulationen werden deswegen ganz neue Wege beschritten, mit Unterstützung von Robotern. Die Visite wird von der Pflegefachkraft moderiert. Die Ärztin schaltet sich aus der Hausarztpraxis zu. Im Nebenraum beobachtet Patrick Jahn die Szene. Danach wird er mit den Beteiligten diese analysieren und bewerten. So entsteht nach und nach Routine. Welche Vorteile durch die Erfahrung von Technologie entsteht, ist, dass ich eine Diskussion, die sehr hypothetisch geführt wird, zum Beispiel zum Thema Pflegerobotik, dass ich sie auf ein sehr praktisches Niveau zurückbringe, indem ich sie dann die Diskussion auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus beurteilen kann. Ich habe dann schon mal einen Emotionsroboter an der Hand gehabt und weiß dann, was dahinter steckt. Und das Dritte ist, das ist eigentlich für uns die wichtigste Perspektive, dass wir damit die Einführung dieser Technologien in die Praxis, in den Haushalt, in den Pflegebereich beschleunigen wollen. Die Idee von Format bezieht dabei alle an der Gesundheitsversorgung Beteiligten ein. Vor allem, und das ist einmalig, die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen. Hier wird ein Aufklärungsgespräch trainiert. Dem pflegenden Angehörigen wird die Funktion eines digitalen Medikamentendispensers erklärt, der über SMS-Nachricht informiert, ob die Tabletten eingenommen wurden oder nicht. Ziel von Format ist es, dass wir so wirtschaftliche, soziale und wissenschaftliche Innovation zusammenführen. Es entsteht ein Mehrwert daraus, dass wir Lösungen anbieten, dass Menschen länger selbstständig zu Hause leben können mit diesen Technologien. Es sind aber auch Weiterentwicklungsaspekte integriert, dass wir diese Techniken natürlich auch noch für die Praxis vorbereiten müssen. Da sind wirtschaftliche Aspekte eine Rolle und natürlich muss das auch weiter beforscht werden. Und da sind die wissenschaftlichen Aspekte natürlich für uns an der medizinischen Fakultät auch sehr wichtig. Der Umgang mit den Technologien ist Teil der Ausbildung am Universitätsklinikum Halle. Die verpflichtenden Module müssen gemeinsam von Pflegewissenschafts- und Medizinstudenten belegt werden. Die erwünschte Nebenwirkung: es verändert die Rollenverständnisse und stärkt die Position der Pflegeberufe.